Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special. Heute haben wir vor, in den nächsten Dungeon zu gehen. Allerdings müssen wir uns erstmal um unsere Pflanzen kümmern. Oh, die Musik ist nice. Oh, ist die Musik nice. Oh Gott, ist die Musik gut. Das muss ich jetzt mal. Ich muss kurz Stille walten lassen. Also die ist ja wirklich jetzt nice, die Musik, wirklich. So, gießen. Oh meine Güte, mag ich die Musik. Ja, wir werden heute im nächsten Dungeon reingehen. Wir nehmen uns gleich Pforte vor. Und dann schauen wir mal. Jetzt hört die Musik wieder auf. Oh Gott, so viel Stuff hier. Na, du musst schon reinwerfen. Oh komm, ich sammle ja schon ein, Leute. Alles mitnehmen. Wir haben jetzt 4 Monster. Ich glaube, mehr ging, glaube ich, nicht. Habt ihr mir geschrieben. Ach, komm, weg. Nein, du sollst da schon... Lohnt gar nicht, die Dinger zu hacken, irgendwie. Ups. Nein. Gießkanne. So. Einmal über rüber. Jetzt sind wir auch gut für den Sommer gekleidet. Wir haben einen schönen Strohhut auf. Nicht wahr, Wischnall? Ja, der sieht richtig nice aus, oder? Gut. Einmal die Sichel, Hättest du nicht eine Sekunde warten können? Da hätte ich dir ruhig was anderes noch gegeben. Naja, gut. Ist ja auch nicht schlimm. So, erstmal die Erzeugnisse mal reinpacken und dann gehen wir uns gleich Pforte holen. Der Rest muss im Kühlschrank, ne? Wobei, das können wir noch kurz wegpacken. Ja. Übersehen. Sorry, Leute. Aber das habe ich übersehen. Wolle. So, da holen wir uns jetzt erstmal die Fee. Da bist du ja. Hey. Mitnehmen. Bisschen leiser nächstes Mal, okay? Und dann gehen wir nach Pforte. Wobei, dieser Teleport hat jetzt nicht so unbedingt viel gebracht, ne? Pforte ist im Norden, okay. Übrigens, auf der Karte seht ihr jetzt den roten Punkt. Das ist ein Begleiter, ja. Ist wahrscheinlich schon gewesen. Was geht hier ab? Leider handle ich nicht mit Pferden. Es tut mir leid. Verstehe. Darf ich fragen, warum du an einem interessiert bist? Also, ich habe mich gefragt, ob ich jetzt als wahre Ritterin vielleicht ein Pferd brauche. Geht es um die Geschichten eines Ritters zu Pferde? Wie hast du das erraten? Oh ja, das. Kiel hat mir davon erzählt. Irgendetwas über ein Kind, das von einem Ritter vor einem tobenden Elefanten gerettet wird. Das war sehr cool. Also ist das Pferd wohl eine Voraussetzung. Naja, eigentlich so ganz, ne? Bist du sicher, dass es ein Pferd sein muss? Wie wär's stattdessen mit einem Monster? Stimmt, das Gute an ihnen ist, dass sie so oft schneller als Pferde sind und manche können sogar fliegen. Vielleicht solltest du dir einen Geist besorgen. Nein! Aber die können fliegen? Nein! Meine Güte, Fort ist alles in Ordnung, du zitterst ja wie Espenlaub. Eine wahre Ritterin ist mit Besteck genauso vertraut wie mit Waffen. Das hat meine Mutter gesagt, als sie mir ihr Messer gegeben hat. Mir ist erst viel später klar geworden, dass sie mich getäuscht hat. Übrigens, gehen wir auf Abenteuer? Möchtest du mit mir irgendwo hingehen, Pforte? Verzeih, ich habe leider einige Dinge zu erledigen. Schade. Hat Kiel schon von der Geschichte eines Ritters zu Pferde erzählt? Es ist die Geschichte eines Ritters, der ein Kind vor einem tobenden Elefant rettet.
Ach ja, mir ist gerade eingefallen, was ich Forte fragen wollte. Was war's nochmal? Hey! Was? Ich will zu Plaudern kommen. Ich sollte bald wieder nach Charanz zurückkehren. Charanz? Dort wohne ich. Jemand wartet auf das Erz, das ich sammle. Jemand wartet zu Hause auf dich. Dein Liebster vielleicht? Nein. Oh, wer dann? Mein Vater, denke ich. Alles klar. Ja, gut. Dann nehmen wir heute Forte nicht mit. Schade aber auch, aber anscheinend will sie nicht. Das wollte ich eigentlich nicht gerade tun. Ich wollte gerne hier hingehen. Denn man muss ja drei Herzen. Wir könnten Porco mitnehmen. Oh, können wir. Das ist die Frage. Können wir Porco mitnehmen? Wir sind ja eben Porco begegnet. Der war ja irgendwo eben hier. Porco. Eben war er doch noch hier. Da ist er doch. Guten Morgen. Ich weiß. Gehen wir auf Abenteuer. Poco, sollten wir was gemeinsam etwas unternehmen? Mit dir, Miku, würde ich überall hingehen. Gut, dann nehmen wir Poco mit. Gut, Poco. Ich weiß. Nein, ach, warum mache ich das eigentlich? Wir müssen ja zu Dings. Zum Flugschiff. So, Poco, ich hoffe, du stellst dich gut an. Bei dir ist mir jetzt eigentlich egal, ob du verreckst. Dementsprechend kriegst du jetzt keine Ausrüstung von mir. Ups, natürlich sollte ich mir auch die Doppelschwert ausrüsten. Okay, Porco rastet aus. Also, wir kommen schon echt weiter. Irgendwo war doch noch ein Geist. Yes, komm weg hier. So, aber ich würde sagen, wir laufen jetzt durch bis zu dem Punkt, wo wir nicht weiterkamen, ne? Ist, denke ich mal, die beste Idee. So, was ist das hier? Ein dunkler Kristall. Oh, das ist aber ganz laut hier. Oh, da war ein Geheimnis. Aber wir müssen sehen. Bringt das Leveln schon ordentlich. Ordentlich was. Ah, die Musik ist so nice hier. Ich hätte aber gern Heilungsstuff, ne? Nein, das wollte ich nicht einsetzen. Oh, Reismehl. Ich hätte gerne was zum Heilen, also wirklich. Was machst du denn? Schnell! Oh. Okay, das ist das genau, was ich wollte. Schwarzes Gras. Okay. Nehmen wir gleich mit. Warum nicht? Nicht wahr, Porco? Richtig. Genau dasselbe habe ich auch gedacht. Oh Gott, Alter, ich erschrecke mich schon wieder. Na? Meine Fresse. Ich habe schon ein Horrorspiel gespielt. Guckt auf meinen Kanal. Ich habe einmal ein Jumpscare-Horrorspiel gespielt mit Facecam. Ich bin bei einer Szene komplett zurückgeschreckt. Das müsst ihr euch antun. Also, falls ihr mich sehen wollt, wie ich ein Horrorspiel spiele, einmal habe ich mich rangetraut. Sehr gut, wir kommen echt gut voran. Nur halt die Schleime ein bisschen was aus, ne? Deine Geräusche sind die besten, Porco. Also wirklich. Du bist aber nicht der Stärkste, wie mir scheint, Porco. Und ich gegen die Schleime auch nicht, aber ich bin jetzt faul, Magie zu verwenden. Wobei? Warte mal, R und Y, ne? So, okay. Das nehmen wir mit. Irgendwas ist hier. Die sagen irgendwas ist hier. Ah, ein Spinnfaden. Kann man mitnehmen, ne?
Wir sind fast da. Okay, wenn du es sagst. Okay. Das waren 2500 Gold drinne. Nice. Was bist du? Ein zerbrochenes Heft und was ist das? Misslungenes Gericht. Porco, mach daraus das Beste. Oh, das brauche ich nicht. Gib mir nächstes Mal rohes Gemüse. Nee, du. Wir können jetzt nach Norden, wir können überall hingehen. Wir gehen mal nach Norden. Die Geister, die ich rief. Ach! Und die Feen, die Monster leveln auch mit? Das ist ja, wusste ich auch nicht. Was hat es damit auf sich? Gar nichts anscheinend. Weil ich die Puppe geschlagen habe? Wahrscheinlich, ne? Gut, wir essen mal einen selber. Nein, ich wollte es nicht wegstecken. Ich würde gerne einen einnehmen. Gut. Tut mir leid. Aber wir kassieren ordentlich. Tot? Ja, okay. Das Schloss wurde geöffnet. Ach so, war wahrscheinlich verschlossen. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich hätte gerne wieder Heilungstränke oder so. Ja, endlich sind wir da. Milady ist dort drin. Das ist... Was bist du? Alter. Okay, wir können speichern. Allerdings... Sollten wir, bevor wir weitergehen... Einmal von hier aus Luftschiff rufen. Das, also ich denke mal, wir können von hier aus jederzeit immer zurück. Einmal bitte nach Hause. Wir müssen einkaufen. Wir müssen brauchen Stuff. Denn das sollten wir einmal machen. Wir brauchen mehr Essen dabei. Weil man merkt ja schon, wie wir kassieren. Und ich würde mich gerne unterwegs zumindest etwas heilen, ne? Ich habe auch ein bisschen geangelt, Leute. Also, man sieht's, ne? So. Einmal was mampfen. So, und einnehmen. Guten Hunger. Und einmal das hier. Sehr gut. Ja, ein bisschen was zum Heilen brauchen wir schon. Leider weiß ich nicht, wie wir Heilmittel herstellen. Noch nicht. Ich hoffe mal, das werden wir bei Zeit herausfinden. So, jetzt lass uns durchrennen. So. Ich hab das Heil, wir haben das Heildings zerstört, ne? Den Safe. Ich drücke vielleicht keine Taste mehr. Okay. Qualitätsfeld. Gut. Wir gehen jetzt einfach rein und gucken mal da und hoffen mal einfach das Beste. Dolly! 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 Wo bist du? Dolly! Ich warte hier auf dich. Dolly? Pico.
tritt zurück. Dolly, ich bin es, Dolly. Pico, tritt zurück. Aber Dolly ist... Na komm. Ah, okay, den Rest überlasse ich dir. Aber du musst sie unbedingt retten. Okay. Auf geht's. Wow. Ja. Nein! Ja. Ich hab vergessen, mich zu heilen. Ich wollte auf Heilung drücken, aber ich war zu vorschnell. Ich war einfach zu schnell unterwegs. Einmal einnehmen, bitte. Und nochmal versuchen. So. Na. Einmal Tagebucheintrag schreiben. Uff. Und dann versuchen wir es nochmal. Und deshalb bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich würde mich gerne noch mehr heilen. Okay. Ach, du gibst... Hör auf, du bist auch noch nicht besiegt. Doch? Okay, wir haben aber erstmal haben wir vielleicht sehr doll verkackt, aber jetzt geht das ja. Das ist also Dolly. Ist das... Oh, du bist Bewusstsein. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich so sehr vermisst. Ich hab dich so sehr vermisst. Hä? My Lady. Dolly? Dolly. Miko. Dolly ist. Beruhig dich. Sie ist nur ohnmächtig geworden. Das ist alles. Aber wieso? Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu Wend zu gehen. Und tschüss. Warte. Er schleppt sein Essen mit. Hä? Die Brücke wurde repariert. Was für ein Glück. Was für eine Brücke? Wo sind wir? Junge, ist die schnell. Oh, ja? Oh, Eure Majestät. Dürfte ich dich fragen, was du da drüben machst? Ich bin an diesem Ort Obsidian-Villa gewesen und habe dort nur etwas nachgesehen. Ah, wegen des Gerüchts, nicht wahr? Was ist mit dir, Herr Vulkanon? Hi. Lady Ventusel hat mich gebeten, die Brücke zu reparieren. Ohne mir zu sagen, warum genau ich das tun soll. Aber wahrscheinlich wusste Lady Ventusel, dass du von dort zurückkehren würdest. Ich wüsste nicht, warum sie mir das sonst auftragen würde. Sie ist gewiss ein sehr umsichtiger Drache. Ein Herz aus, reinem Gold. Herr Vulkanon! Ich sollte mich bei Aldo Pico einholen. Aber vorher nehmen wir diese Schatztruhe, die da liegt. Oder auch nicht. Geht es Dolly gut? Natürlich. Aber es gibt etwas, das ich dir unbedingt zuerst... Aber es gibt da etwas, das ich unbedingt zuerst erledigen muss. Warte, warte. Hey, was machst du da? Wie wäre es mit erster Hilfe? Was hast du da gerade getan? Du hast dich wirklich nicht verändert. Was in aller Welt hast du da gerade mit ihr gemacht? Keine Sorge, ich habe nur Dolches Erinnerung gelöscht. Was? Warum würdest du so etwas tun? Versuchst du, unsere Beziehung zu ruinieren? So eine Grausamkeit kann ich niemand vergessen, auch nicht dir, Wen. Sei nicht albern, so ist das nicht. Also dann antworte mir, warum hast du die Erinnerung gelöscht? Ich habe sie nicht komplett gelöscht. Nur die Erinnerung, die sich auf die Wächter beziehen? Ich habe sie komplett gelöscht, genau wie ich es bei all den anderen Wächtern getan habe. Ohne diese Erinnerung sollte sie nie wieder auf die Idee kommen, sich selbst zu opfern. Dann wird Dolly, genau, nie wieder ein Wächter werden.
Wirklich? Wirklich. Juhu! Von jetzt an kann ich immer mit Dolly zusammen sein. So ist es. In dieser Stadt sollt ihr alle glücklich zusammenleben, Seite an Seite mit den anderen Wächtern. Und das ganze Chaos einfach vergessen. Vergessen, dass ihr Wächter seid. Und Freunde. Was? Sie sollte gleich aufwachen. Warte kurz. Wenn du einen Weg gefunden hast, Runen in diesem Land zurückzubringen, dann ist es doch gar nicht nötig, ihre Erinnerung zu löschen, oder? Wenn, bitte antworte mir. Wieso? Wenn? Es tut mir leid. Bitte erlaube mir, mich kurz auszuruhen. Warte, warum siehst du so aus, als hättest du große Schmerzen? Keine Sorge. Offensichtlich geht es dir nicht gut. Hast du keine Lösung gefunden? Masaka! Wenn? Ich weiß, was ich tue. Du hast vor My Lady schon zwei weitere Wächter erlöst, oder? Was hast du vor? Das würde Dolly nicht glücklich machen. Du wirst sterben. Venti stirbt? Cesar! Venti! Oh, Miku. Es gibt keinen Grund für solche theatralischen Schreie. Ich bin doch hier. Was meint sie mit, du wirst sterben? Hey! Du hast also gelauscht. Andere zu belauschen gebührt sie nicht für einen Prinzen. Venti. Antworte mir. Ich kann es wohl nicht länger verheimlichen. Es ist genau, wie sie es gesagt hat. Ich stehe kurz davor, die Grenze meines Daseins zu erreichen. Ehrlich gesagt habe ich sie schon vor langer Zeit erreicht. Als heiliger, göttlicher Drache ist es meine Pflicht, Runen mit meinem Körper zu erschaffen und sie der Welt zurückzugeben. Diese Welt ist voller Natur, voller Menschen, Felder und Monster. Wir brauchen eine große Menge an Runen, damit alles im richtigen Verhältnis zueinander bleibt. In Wahrheit sind die Runen in diesem Land schon vor langer Zeit versiegt. Und ich musste meine letzte Aufgabe vollbringen. Letzte? Wie Menschen sind auch heilige Drachen sterblich. Und meine letzte Aufgabe als heiliger Winddrache Ventusville war es, das Land mit meinem eigenen Leben zu tränken. Aber mit der Hilfe der Wächter hat sich mein Leben verlängert. Wächter? Das ist ein verbotener Zauber, der von Erdfreunden gewirkt wird, um mehr Runeis zu erschaffen, indem sie Menschen eins mit dem Land werden lassen. Die Wächter opfern sich, um immer mehr Runen zu erschaffen, um mein Leben und dieses Land zu retten. Die drei Leute, die du gerettet hast, Flavia, Dilas und Dolce hier drüben, sie alle waren Wächter. Alle drei? Sie alle haben sich geopfert, um mich und dieses Königreich zu retten. Diese Freunde von mir haben jahrhundertelang Runen erschaffen. Ich wollte diese Wächter schon immer erlösen, aber die Zeit ist unerbittlich und ich war überzeugt, dass ich keine mehr habe, dass es zu spät war. Aber dann bist du auf einmal aufgetaucht, Miku. Als ich dich traf, wusste ich, dass du die Kraft eines Erdfreundes in dir trägst. Ich wusste, das war meine letzte Chance, meine Freunde, die sich in Wächter verwandelt hatten, zu retten. Ein Erdfreund muss in der Lage sein, die von anderen Erdfreunden gewirkten verbotenen Zauber zu brechen. Warum hast du mir das nicht erzählt? Das habe ich nicht und es tut mir leid. Aber ich hatte Angst, dass du sie vielleicht nicht retten würdest, wenn ich dir die Wahrheit erzähle. Ich bitte dich aufrichtig um Verzeihung. Ich will sie retten. Und dann, wenn ich meine Aufgabe verbracht habe, sollten die von mir erschaffenen Runen locker für weitere 1000 Jahre reichen. Ich bin schließlich ein heiliger Drache. In dieser Zeit sollte ein neuer Winddrache geboren werden und seine Rolle erfüllen, so wie ich es tat. Rolle? Aber heißt das nicht, dass du stirbst? Miku, hör mal. Wenn du nach Westen gehst, ist dort ein Turm namens Leon Karnak. Karnak. Dort findest du den letzten Wächter, Leon. Im Westen, sagt er. Bitte rette ihn. Du bist der Einzige, den ich darum bitten kann. Ich ertrage es nicht mehr. Zu leben, indem ich die Leben meiner Freunde opfere. Ich bin es leid. Venti. Das kannst du nicht machen. Ja, was soll wir fragen? Das ist ja... Verlegen wir die Stadt, was sollte das denn bringen? Fragen wir den König. Ja, richtig. Oh, das habe ich mit dem König ausgiebig besprochen. Das ist jedoch einfach unmöglich. Die Könige dieses Landes haben einer nach dem anderen jede mögliche Alternative ausgelotet. Aber das hat zu dem Ergebnis geführt, das wir in den letzten paar Jahrhunderten sehen konnten. Es gibt keine Lösung. Es ist einfach nicht möglich.
Erschaffen wir neue Runen. Was ist mit den Feldern? Wir können auch mit Hilfe der Felder an Runen gelangen, oder etwa nicht? Das würde uns kaum weiterhelfen. Die Anzahl der benötigten Runen würden die Wachstumsrate der Nutzpflanze bei weitem übersteigen. Egal wie sehr du es auch versuchst, selbst als Erdfreund. Und was noch schlimmer ist, so wie die Dinge stehen, können wir gar keine Runen mehr in den Feldern finden. Was bedeutet, dass die Nutzpflanzen aufhören würden zu wachsen? Verlegen wir die Stadt. Das darf nicht passieren. Ich kann Selfie ja nicht verlassen. Wieso? Für Norad ist dieses Land wichtig. Wenn alle Runen dieses Landes verschwinden, wird es den Runen des Königreichs von Norad auch so ergehen. Und am Ende würde sich das auf die ganze Welt ausbreiten. Selfie ist so etwas wie das Herz. Deswegen muss ich als heiliger Drache dieses Land ein neues Leben einhauchen. Dies ist meine letzte Aufgabe als heiliger Winddrache. Dann werde ich der neue Wächter sein. Nein, das wirst du auf keinen Fall. Aber was glaubst du denn, warum ich mir deine Kraft geliehen habe? Was glaubst du? Warum ich versucht habe, die Distanz zu allen hier zu wahren? Ich ertrage es nicht, mit anzusehen, wie meine kostbaren Freunde meinetwegen verschwinden. Venti, ihr Menschen seid so egoistisch. Ihr verschwindet immer wortlos. Ihr ignoriert mich, den heiligen Drachen. Und nutzt dabei auch noch die Kraft der Erdfreunde. Und ihr werdet ohne meine Erlaubnis zu Wächtern. Um mich zu retten. Es ist alles meine Schuld. Und um wieder zu verschwinden. Ich kann es nicht. Ich will nicht mehr länger von allen getrennt sein. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden. Hä? Ich bin so erbärmlich. Mein Leben ist komplett von den Wächtern abhängig. Wie könnte ich jemals behaupten, ich wäre es, die die Stadt beschützt? Als Winddrache ist es meine Pflicht, die Erde neu zu beleben. Wenn mir das nicht gelingt, wird die Erde des Königreichs sterben. Und wenn das geschieht, haben das Königreich Norad und die Stadt Selfie ja keine Zukunft. Also bitte, Miku. Aber bitte. Ich flehe dich an. Bitte. Du bist die einzige Hoffnung, Miku. Bitte. Ja. Nein. Ich verstehe, wie schwer es sein muss, das zu akzeptieren. Aber bitte. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben, dir und den Wächtern zu helfen. Es gibt keinen anderen Weg, Miku. Schon in Ordnung. Ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Ich habe mich sehr bemüht, keine Freunde zu gewinnen. Damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, Wächter zu werden. Ich habe versucht, mich abzuschotten. Aber so sehr ich es auch versucht habe, ihr Menschen seid verdammt nochmal einfach zu lieb, so habe ich bis ganz zum Ende Freundschaften geschlossen. Selbst wenn ich mich dagegen gesträubt habe, weißt du, wie ich meinen Neuesten getroffen habe? Der Himmel hat ihn mir direkt auf den Kopf geworfen. So war das. Einfach auf mich drauf, ohne Vorwarnung. Und dann hat er mir auch noch allerlei neunmal klugen Blödsinn erzählt. Mir, einen heiligen Drachen. Aber obwohl er keine Erinnerung mehr hatte, hat er sich um die anderen gekümmert. Mit seinem warmen, mitfühlenden Herz. Jetzt hör schon auf. Zuerst war ich etwas besorgt, weil er ein Erdfreund ist. Aber schon bald war das nicht mehr wichtig. Miku, ich möchte dich nicht verlieren. Venti, du bist noch gar nicht so lange hier. Aber ich habe unsere gemeinsame Zeit unglaublich genossen. Lass nicht zu, dass ich meinen letzten Freund verliere. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie wichtig mir das ist. Bitte, Miku, rette den letzten Wächter. Venti! Bitte beruhig dich, sie ist immer noch am Leben. Versuch dich in Wen hineinzuversetzen. Sie hat bestimmt sehr lange nachgedacht, um zu diesem Entschluss zu gelangen. Aber ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und sie sterben lassen. So geht es mir auch. Ich kenne Wen schon sehr lange. Natürlich will ich sie retten, wenn das möglich ist. Aber Pico. Nein, das ist falsch. Miku, ich will sowohl Wen als auch die Wächter retten. Es muss doch einen Weg geben. Wo gehst du hin? Wie kann ich Venti helfen? Hey. Hast du unser Gespräch gehört? Ich will Venti helfen. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich mich nicht beeile, wird Venti... Du vergeudest deine Zeit. Wenn es keinen Weg gibt, dann gibt es auch keinen. Das hat dieser Drache doch auch gesagt, oder? Nicht, dass du auf sie hören solltest. Aber warum gehst du nicht einfach und hilfst Leon oder wie auch immer der heißt? Dann sollte dieser Drache für immer weg sein. Ja, ich kann nicht aufgeben. Nur weil man mir sagt, dass es unmöglich ist, heißt das so lange nicht, dass das stimmt. Hey, zuhören. Dieser Drache, sie... Egal, mach was du willst.
Das ist die Person, die dich gerettet hat, my lady. Oh. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, wovor ich gerettet wurde. Aber trotzdem danke. Okay. Ich bin Deutsche. Ich nenne sie jetzt mal Deutsche, ne? Ich hoffe, es ist richtige Aussprache. Ich heiße Miku. Ich wollte auch mit Venti sprechen. Was? Was ist los? Du hast Venti gesagt, oder? War das nicht der Name dieses Drachen? Anscheinend hatte sie bei meiner Rettung ebenfalls ihre Krallen im Spiel. Ich wollte mich auch bei ihr bedanken. Oh, verstehe. Ich habe so das Gefühl, als würde ich irgendwas Wichtiges vergessen. Venti und du, ihr beide seht so traurig aus. Ach, ja? Naja, da sie müde zu sein scheint, werde ich wohl ein anderes Mal mit ihr reden. Pico? Ja, das klingt gut. Also, ihr beide seid... seid ihr in derselben Situation wie Flavia und Hylas? Oh, woher wusstest du das? Ich habe das einfach angenommen, denn die letzten paar Neuankömmlinge in unserer Stadt waren auch so. Was meinst du damit? Ich habe dir das noch nicht vollständig erklärt, my lady. Dieses Mädchen hatte also auch ihr Gedächtnis verloren? Also, warum kommt ihr beide nicht erst einmal zu mir? Es wäre wahrscheinlich am besten, wenn Jones sie gründlich untersucht. Jones? Er ist mein Ehemann und ein grandioser Arzt. Ich bin aber nicht verletzt. Das mag äußerlich so wirken, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt's, Miku? Oh ja, absolut. Miku, stimmt das nicht? Nein. Also dann, dürfte ich? Warte bitte. Gibt es ein Problem? Nun, so kann man das nicht sagen. Es ist nur, dass... Du bist mir nichts schuldig. Oh, das... Ist das deine Sorge? Mach dir mal keinen Kopf. Hast du noch nie das Sprichwort, eine Hand wäscht die andere gehört? Glaubst du da wirklich dran? Ja, natürlich. Götter mögen vielleicht aus einer Laune heraus handeln, aber auf Menschen trifft das nicht zu. Wer weiß, was Dankbarkeit bedeutet, wird einem immer etwas zurückgegeben. Also wer weiß, was Dankbarkeit bedeutet. Wenn du von dem, was du beschützt hast, überzeugt bist, sollst du am Ende auch belohnt werden. Du bist so gutgläubig. Kann schon sein. Aber ich bereue nichts. Auf diese Weise führe ich eben mein Leben. Also sollen wir? Oh, ich hab's. Wenn du da keine Unterkunft hast, kannst du bei uns bleiben. Was? Wie nett von ihr. Das Wichtigste ist, nichts bereuen zu müssen. Da stimme ich voll zu. Sie ist wirklich eine nette Lady. Aber manchmal muss man harte Entscheidungen treffen. Und selbst wenn man das weiß, bereut man seine Wahl vielleicht später. Manchmal muss man sich auch einfach fürs kleinere Übel entscheiden. Ja, Leute. Aber dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und meine Güte, wurde es emotional, ne? Aber darauf gehe ich im nächsten Part noch ein bisschen ein. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und tschüss.